Hallo, erst einmal und damit mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Smash Heroes. Heute auch das erste Mal ein Minecraft-Video mit einer Facecam und ich muss anmerken, ich finde meine rechte Seite ist hier ein kleines bisschen überbelichtet, aber das kann ich leider nicht mit meinen Zimmergegebenheiten beheben. Ich habe es gerade eben ein bisschen versucht, aber dann ist meine eine Seite halt ein bisschen mehr bestrahlt als die andere. Ich hoffe, das ist nicht so störend. Aber wir spielen heute auf jeden Fall wieder Smash Heroes, wie schon gerade eben angemerkt, und heute spielen wir das schöne Kit Botmon und nicht Batman. Nicht Batman, Leute. Es ist Botmon, ja? Ich bin Botmon. Ich habe gerade eben eine kleine Testrunde gestartet, damit ich nicht vollkommen verplant bin, was wir dann hier für ein Kit spielen werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Runde wieder. Konnichiwa. So. Noch 3 Sekunden und dann geht's los ins Gefecht. Ich habe versucht, den einzutreffen, aber. Hab direkt mal gefailt. So. Aber ich weiß gar nicht, was er jetzt so wirklich drauf hat. Okay, wir können springen. Diesen geraden Sprung. Ich weiß zwar nicht, wie ich den aktiviere, aber irgendwie mache ich das immer. Und da ist ein Cake Monster. Und hier, guckt euch das an. Ich hab das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden und bin einfach mal direkt verreckt. Ich mache einfach ab und zu mal geraden Flug. Ihr könnt ja mir in den Kommentaren auch mal erklären, wie das zustande kommt. Ich drücke einfach nur ganz normal Leertaste und dann macht er einfach ab und zu den geraden Flug und ab und zu mal den ganz normalen, den ich halt immer haben möchte. Aber ich weiß nicht. Ach so, das ist wahrscheinlich, wenn ich das öfters drücke. Habe ich gerade gemerkt. Zweimal Leertaste ist normaler Doppelsprung. Und, Alter, der ist ja richtig aggressiv drauf. Aber mit 2 habe ich auf jeden Fall meinen Enterhaken. Damit kann ich mich halt retten oder auch andere angreifen. Das heißt, in dieser Linie, in der ich mich ziehe, lasse ich ganze Zeit irgendwelche Bomben fallen. So, ja, okay, dann drehe ich mich einfach mal um Kreis. Besser Rettungsskill. Und mit Rechtsklick, mit meinem ganz normalen Angriff sozusagen, kann ich immer diese 3 Shurikens schmeißen. Ich glaube zumindest, das sind Shurikens. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Aber der wurde mir das nicht erklärt. So, komm, ich will meinen Enterhaken nutzen und da ein paar Bomben fallen lassen. Ist auf jeden Fall ein schöner Angriff. Aber ab und zu mache ich trotzdem diesen nach vorne Jump, obwohl ich das gar nicht möchte. Also ich will eigentlich nur so ganz normal einen Sprung machen. So, seht ihr? Jetzt habe ich das wieder nur einmal gemacht und er macht es ganze Zeit. Das ist irgendwie ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl, mit diesem Botmon. Ja, Alter. Und dann drehe ich mich im Kreis. Ja, ich komme nicht auf dieses Kit klar. Ich komme nicht auf dieses Kit klar, weil es Sachen macht, die ich nicht will. So, und ja, guck, da hat er wieder einfach einen Flug nach vorne gemacht. Und ich wollte das gar nicht, ich verstehe das nicht. Egal, hier ist mein Smash-Crystal-Angriff. Da fliege ich einfach mal mit F30, das ist ein bisschen angenehmer, wenn ich hier nicht stecken bleiben würde. Ja, hat auf jeden Fall gar nichts gebracht. Da fahre ich mit meinem Bat-Modul rum und kann dann die Leute einfach anhitten, indem ich die überlaufe. Aber hat irgendwie nichts gebracht. Und ich habe, glaube ich, bisher auch gar keinen Kill gemacht. Alter, ich bin... Ich glaube, ich bin auch Noob in diesem Modus. Oder ich komme einfach nur nicht auf dieses Kit klar. Wir werden auf jeden Fall das nächste Mal Cake Monster spielen. Und ich bin auch gleich das erste Mal gestorben. Bin ich schon mal gestorben? Ne, ich bin ja schon einmal gestorben. Weil ich in diese Schlucht gepusht worden bin zu Anfang. Naja. Ich habe zwar nicht verstanden, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Über diese kleinen Insekten. Die nerven. Ich benutze auch Kits, die ich alle gar nicht kenne. Das ist immer... Richtige Scheiße, und da hat mich, glaube ich, der Spider-Man umgebracht. Ich weiß es nicht, und ich konnte meine eigene Leiche wegfliegen sehen, was irgendwie ein bisschen seltsam ist. So, in die nächste Runde, und ich konnte bisher gar keinen umbringen. So, da ist Spider-Man. Er wird dauerhaft angegriffen. Und ich weiß nicht mal von was. Ich kenne diese ganzen Attacken gar nicht. Sieht aus wie so ein scheiß Kameha, wenn er den losschickt. Das ist, glaube ich, nur so ein komischer Laserschuss von seiner Pistole. Keine Ahnung, keine Ahnung. Oh, aber der ist einmal gestorben. Nicht durch meine Hand, aber ich bin immer so ein bisschen passiver dabei. Vielleicht kann ich am endlich einen Kill schnappen. So, da unten war Spider-Man. Oh, Alter, wieso greift mich wieder der andere Typ an? So, Spider-Man ist gleich tot. Und meine Ulti ist ready. Boom. Boom. So, der will sich verpissen, aber das ist mir vollkommen egal. Boah, Alter. Ich krieg dauerhaft Schläge ab, obwohl ich meine Ulti denn hatte. Das ist so fucking OP bei den Gegnern. Boah, Alter. Auch dieser normale Schuss von ihm, Mann. Das ist unglaublich. Wie viel Schaden der einfach macht. So. Jo. Also ich mag diesen Enterhaken. Das Ding ist aber, ich glaube, ich habe immer noch keinen Kill gemacht.
Und diese ganzen Gegner bringen mich dauerhaft um. Ja, okay, ich bin tot. Ja. Ich bin komplett tot und kann ich meine Stats sehen? 0 Kills. Nice. Super Leute, super Leute. Ich gehe einfach in die nächste Runde und mal gucken, ob wir da was reißen werden. So Leute, da sind wir auch schon in der zweiten Runde, die startet in 6 Sekunden. Ich habe mir gerade eben mal die Zeit genommen und mir die einzelnen Skills von dem Boardmonkit durchgelesen. Und dieser Glide, also dieses Gleiten, aktiviert sich automatisch, sobald ich unten 80 Energie habe. Das heißt, ich springe jetzt und dann gleite ich automatisch und das verbraucht 80 Energie. Wusste ich nicht, aber dann bin ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser darauf vorbereitet. Auch wenn mich das Gleiten ehrlich gesagt immer ein kleines bisschen verwirrt. Aber ich weiß jetzt zumindest, wann es eingesetzt wird. Oh mein Gott. Ich kriege hier wieder direkt Schläge von jedem aufs Festbett. Und ich bin, glaube ich, wieder in derselben Runde wie gerade eben drin. Weil hier wieder der kleine Kamehameha-Typ von Dragon Ball hier ist und der Spider-Man. Naja, naja. Ich habe mir sogar gerade ein bisschen Zeit genommen, um Sachen durchzulesen, aber nee, ich kämpfe natürlich wieder gegen dieselben Leute. Warum auch nicht, ne? So. Diese Bomben fallen halt immer die ganze Zeit runter in der Zeit, wo ich mich überhaue mit den Enterhaken. Andere Fähigkeiten gibt es eigentlich gar nicht. Dieser Botman schießt, wie gesagt, schon 3 Shurikens, wie schon in der vorherigen Runde erwähnt, und ansonsten, ja, hat er nicht mehr drauf, ne? Das ist halt einfach so ein kleiner Range-Charakter. Und den habe ich jetzt einfach mal im Nahkampf weggelassen. Und ich merke gerade, ich habe einfach 2 Kills gemacht. Also diese Runde ist auf jeden Fall schon besser als die vorherige. So, und der stuck da irgendwie fest. So, oh. Habe ich ein paar Bomben fallen gelassen, glaube ich. So, und hier ist auch ein Captain Clerk. Den waren wir letztes Mal. Und Captain Clerk feiere ich eigentlich vom Charakter. Weil ich fand ihn echt cool. So, oh. Einfach mal ein bisschen mehr auf Range bleiben. Und wir haben unseren Smash Crystal. So. Den setzen wir direkt mal ein. Und los geht's. So, mein Freund. Ja, hallo, bitte nicht buggen. Und ich bin tot. Cool. Ich bin mit meinem Smash Crystal angegriffen. Einfach mal gestorben. Schön, dass man da nicht unbesiegbar ist oder so, aber ja, man kann natürlich mal verrecken. So. Bitte, bitte, sterbe. Das heft die gar nicht, ey. Unfassbar. Ey, wie viel Schaden die mir auch machen. Ich bin da nur einmal drin. Ich habe schon fast die Hälfte weg. Ja, die sterben, glaube ich, auch sehr, sehr schnell. Dieser Kamehameha-Typ, der trifft einen auch irgendwie dauerhaft. Und er macht, glaube ich, den meisten Damage hier. Seinen komischen Teleports. Ja, genau, genau. Danke, danke, Kid. Danke, Kid, dass du mich einfach umbringst. Ich wollte meinen Enterhaken zu diesem scheiß Stein schießen und nicht gegen den Rand der Karte. Hat mich einfach mal rausgezogen. Das hat mich einfach mal rausgezogen. So, egal, wir haben 2 Kills, Leute. Das darf man nicht vergessen. Diese 2 Kills bringen uns zum Sieg. So, und der kleine Kamehameha-Typ ist jetzt, glaube ich, auch down. So. Spider-Man, ey, ich bring dich um. Irgendwie kann man diesen Enterhaken nie einsetzen, wenn man den nicht einsetzen könnte. Und komm, bekomm mein Smash Crystal gegen dich, obwohl du nur ein scheiß HP hattest. Okay, dieser Spider-Man hat, glaube ich, auch seine Ulti eingesetzt. Aber davor konnten wir locker flockig abhauen. So. Wir alle haben noch ein Leben. Das heißt, es ist eigentlich knapper als gedacht. Oh! Konnte ich mich gerade eben noch schön retten mit meinem Enterhaken. Weil manchmal funktioniert er nicht so gut, wie ich möchte. Muss ich anmerken. Ich verstehe zwar nicht warum, aber diesmal wollte er mal funktionieren. So. Oh ja, dich habe ich schön erwischt. Oh! Er hat seine volle Kamehameha-Power drin. Und ich glaube, er wollte mich auch fokussen, aber ich habe mich ganz gut verpisst. Nein, bitte. Bitte haken. Oh ja, ich habe sogar 3 Kills, Leute. Ah ja, und wir sind die Letzten, deswegen fokust er mich so hart. Ich dachte so, nein, vielleicht ist er ja noch ein Gegner. Alter, er kombot mich weg mit seinen komischen Kamehameha-Dingern. Ja, bitte. Alter. Ne, keine Chance. Keine Chance. Und ich bin tot. Ja, super.
Da hat der Gegner einfach mal gewonnen. Er spammt einfach nur ganze Zeit seine komischen Kamehameha-Teile und die hauen mich immer so heftig weg. Das ist krass. Das ist krass. Aber ist kein OP-Kit, denke ich einfach mal. Aber gut. Ich glaube, wir machen noch eine klitzekleine Runde, wo wir dann hoffentlich nicht gegen dieselben Gegner kämpfen werden. Weil mich fuckt das nur ab. Wenn ich schon gegen die verloren habe, wieso dann noch eine Runde? Wieso dann noch eine Runde? Naja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. So. Und in der nächsten Runde. Und ich muss auch eine Sache fragen. Findet ihr dieses Gesicht nicht auch wunderschön? Oh, jetzt werde ich ja schon angegriffen. Ja, und ich bin wieder mit denselben drin. Mann, das gibt's doch nicht. Das ist wieder dieser scheiß Spider-Man von den zwei vorherigen Runden. Und er fokust mich einfach direkt. Ey, du kleine Drecksau, ne? Ohne Witz. So, du kriegst jetzt meine ekligen Bomben ab. Komm. Oh mein Gott, da ist auch noch so ein Kack Darth Vader. Was ist denn los mit dieser Menschheit? Wieso haben die alle so richtig geile Kits und ich immer nur diese billige Scheiße? So. Captain Clerk. Von dir will ich nichts hören, ja? Also dieses Botmon-Kit, um ehrlich zu sein, finde ich nicht stark. Also diese komischen Shurikens, die ich schieße, die verwirren mich nur. Nee, die machen kaum Schaden. Und mein Sprung, mit dem ich gleiten kann, der verwirrt mich, ja? Der verwirrt mich hart. Und hier, guckt euch das an, ey. Ich bin einfach gleich tot. Ich bin einfach gleich tot. Ja. Und mein Enterhaken hat nicht funktioniert. Ich drück da einfach perfekt 2 auf so einen Scheißsteine, weil ich das gezielt machen muss, weil es sonst nicht funktioniert. Ne, geht auch nicht. Geht auch nicht, Leute. Geht einfach auch nicht. Ja, komm, jetzt werde ich wieder tausendmal angegriffen. Mann! Was soll das denn? Guck, ich kann das wieder nicht einsetzen. Das sollte echt nicht so Zentimeter genau sein. Oh mein Gott. Bin gleich wieder tot. Ich finde diese Captain Clerk Ulti echt geil. Also wenn man die selber hat, aber wenn man gegen die kämpfen muss. Und mich mein Paraglider-Flug wieder ein bisschen verwirrt, dann ist das nicht geil. Also dieses Kit behindert mich mehr, als ich smooth damit spielen kann. Da steht Difficulty auch noch 1 drauf. Ja, Difficulty 1, das verwirrt einen ja nicht tausendmal. Ich bin gleich wieder tot und kann meine Ulti noch nicht mal einsetzen. Okay. Dann wird die Ulti eingesetzt und treffe nicht einen einzigen Spieler. Weil das scheiße schwer ist, die Leute zu erwischen, wenn sie die ganze Zeit rumjumpen wie Bekloppte. Oh Mann. Mit diesem Kit? Wie soll man mit dem Kit was reißen? Und ich habe mich immer gewundert, wieso sind denn alle so schlecht mit diesem Botmon-Kit? Ich kann einfach nichts damit machen. Also ich finde es nicht heftig. Falls jemand von euch das in den Kommentaren aktiv nutzt, ne? Dann schreibt ihr mir das in den Kommentaren und gebt mir Tipps mit diesem Kit, weil ich komme nicht darauf klar. Dieser Paraglider-Flug, ich wünschte, man könnte den abstellen, weil ich jump ganze Zeit und ich verliere ja keine Punkte. Oh, ich habe einen gekillt. Ich habe sogar 2 Kills in dieser Runde wieder gemacht, ohne es zu merken. So. Alter, und guckt euch diesen Enterhaken an. Manchmal macht man irgendwelche Loopings, manchmal macht man keine Loopings. Verstehe ich auch nicht. Und ich habe irgendwie, glaube ich, mit irgendeiner Bombe, die da gerade runtergekommen ist, von meinem Enterhakenschuss, jemanden wieder umgebracht. So. Paraglider-Flug verwirrt mich natürlich wieder. Was auch sonst. So. Hallo. Da habe ich eine Bombe abgelegt. Und mein Paraglider-Flug. Ey, diese Scheiße. Ich will jemanden verfolgen. Ja, genau. Und dann haut mich dieser Darth Vader mit seiner komischen Ulti, glaube ich, jetzt weg. Ich habe noch ein verkacktes Leben. Geh mal bitte weg von mir. So. Und da ist mein Enterhaken. Und ich stack da einfach tausendmal fest, während er mich kombot. Und dann bin ich eh schon fast tot. Geil. Geil. So. Jetzt kommt meine Ulti. Oh ja. Ich habe nur noch einen scheiß HP. Deswegen ist es ein bisschen billig. Aber egal. Diese Dinger erwischen mich ja Hauptsache nicht. So. Aber hier unten mal verstecken. Und warten, bis die eine Ulti von dem einen Chicken da vorbei ist. Weil sonst verrecken wir. So. Und ich bin tot. Geil, geil, geil. Ich setze meinen Enterhaken ein, das soll mich eigentlich ein bisschen besser schützen. Aber wir sind dritter Platz mit 3 Kills. Die anderen haben auch 3 und 4 gemacht. Ist eigentlich ganz angenehm, ist ganz angenehm. Und dann würde ich sagen, war das auch wieder eine Runde, die eigentlich ganz okay war. Auch wenn ich nicht auf dieses Kit klarkomme. Ich komme nicht drauf klar. Ich fühle mich irgendwie scheiße damit. Ich fühle mich richtig scheiße damit. Die Kits, die mir bisher Spaß gemacht haben, muss ich sagen, sind das General Clerk Kit und das Spy Kit. Wir werden jetzt nochmal gucken, ob mir das Cake Monster gefallen wird in der nächsten Runde. Smash Heroes und ja, Botmon im Endeffekt.
scheiße. Ist einfach scheiße, Leute. Falls euch das gefallen sollte, dann tut's mir leid an der Stelle. Ich komme nicht auf klar. Vielleicht habe ich es auch komplett falsch gespielt. Lasst es mich wissen. Ich bin halt noch kein Profi in diesem Modus. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde Smash Heroes wieder. Oder beim morgigen Video. Ich weiß immer noch nicht, was es sein wird. Also am Dienstag. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, reingehauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.